So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel. Oh yeah, im letzten Part sind wir mit Amaldo und Fluffeluff in eine östliche Höhle, genau, in die östliche Höhle eingedrungen. Wollen wir mal sehen, was hier jetzt für ein Geheimnis lauert. Wir sind so weit gekommen, der Schatz. Wo mag er nur sein? Kannst du das Licht da drüben sehen? Lass uns einfach mal untersuchen. Das looks kind of epic. Boah, unglaublich. Ist das? Holy Macaroni. Das sieht echt nach einem Rätsel aus schon fast. Aber das kann ich mir schwer vorstellen. Boah, das ist so unglaublich. Sieh nur, hier vorne ist eine Tür. Der Schatz wird wohl hinter der Tür befinden, oder? Nun los, gehen wir. Warte, Junior. Ich find's putzig, wie er ihn immer Junior nennt. Was denn? Ist denn im Aufbau dieses Raums gar nichts aufgefallen? Sieh mal genau hin. Es gibt da eine Art Trick. Trick? Ja. Ich bin ziemlich sicher, dass der Schatz hinter dieser Tür befindet, aber... Nun, wir müssen herausfinden, wie diese Tür öffnen können. Wie wir das können, meine ich. Schau mal oberhalb der Tür. Siehst du das augenähnliche Symbol dort? Ich denke, wenn wir dort ein Fels oder ähnliches hineinstecken, wird das etwas auslösen. Aber dann gibt es dort noch zwei große Baumstämme auf der anderen Seite. Auf beiden Seiten. Und diese Öffnungen im Boden sind verdächtig. Fallen, Leute. Der Pfeiler dort drüben. Und ein eigenartiger Schalter am Ende der Spalte. Wenn wir diesen Pfeiler entlang der Bahnenschalter bewegen, wird wohl etwas geschehen. Eigentlich ist es ein geradezu klassischer Aufbau. Diese Art Falle ist normalerweise recht einfach zu erkennen. Und diese Stacheln in der Wand. Sieh dir das an. Die sind mir gleich zu Anfang aufgefallen. Oh, oh, oh. Was ist das für ein Kristall? Wenn du diesen Kristall stößt, wird etwas passieren. Wow. Das ist fast schon wie Pfeil. Der verrät mir das ganze Rätsel schon. Naja, egal. Ich dachte, das hat mir auch einen anderen Sinn hier. Vielleicht ändert sich die Farbe des Kristalls, wenn etwas taucht auf dem Boden auf oder so. Ich glaube, so wird es funktionieren. Und hier. Sieht fast so aus, als sei diese Vorrichtung auch irgendwie wichtig. Schon verdächtig, ein derart vertracktes Ding an solchem Ort zu finden. Je mehr ich darüber nachdenke, desto klarer wird, dass sich jemand wirklich Mühe gegeben hat, all das hier abzuriegeln. Es bedarf ein geübtes Auge, um all diese Mechanismen zu entdecken. Beziehungsweise, weißt du nicht, wo meine Augen sind, Fluffeluff? Ja, die Dinger da außen. Oh verdammt, ich dachte, ich überrasch dich jetzt. Verstehe. Also sollten wir umgehen und alles ausprobieren. Nein! Auf diese Art könnte die Tür für immer verschlossen werden, Mann! Und dann noch diese ganzen Fallen! Wirklich? Ich verstehe. Wie auch immer, dieser Raum steckt voller Gefahren. Sollten wir wirklich vorsichtig weitermachen. Ja, verstanden. Juhu. Was? Luffy! Oh Gott, was hat er jetzt schon wieder getan? Was zur Verdammten! Ja, scheiße auf Rätsel lösen, weißt du, wenn man Fluff darf. Geschafft, ich hab sie geöffnet. Was zum... Beeilung, gehen wir weiter. Was zum alles in der Welt ist los mit diesem Bengel? Nun mach schon. Na klar. Er ist ein Super Saiyamon. Ich hab's gewusst. Angeblich soll nur alle 1000 Jahre eines geboren werden. Oder war es 10.000? Auf jeden Fall eine Weile her. Möchtest du ein Abenteuer speichern? Nö, weil ich es kann. Guck mal, eine Truhe. Ich trinke mal kurz was. Und wie fängt er genau an zu labern? Oh, da drüben ist eine Schatztruhe. Komm schon, ich bin gespannt. Mach die auf. Schnell, schnell. Amaldo öffnet die Schatztruhe. Ziemlich cool. Darin ist ein Abwehrglobus. Aha, wusste ich's doch. Das ist... Wow, wie cool. Was ist das? Das ist ein Abwehrglobus. Ein Abwehrglobus? Juhu, juhu. Oh, er ist sehr wertvoll. Wie es tanzt. Guckt es euch an, und was tut es? Oh mein Gott, warum ist es so Zucker? Es ist rund und flauschig. Ich möchte es die ganze Zeit knuddeln. Ein Item, das man nur selten findet. Es ist ein exklusives Item für Käfer-Pokémon. Hey, hast du bei dem, was ich gerade gesagt habe, gar nicht zugehört? Doch, doch, natürlich habe ich das. Ich verstehe zwar nicht alles, aber es ist wirklich cool. Wir haben es geschafft. Entschuldigung, manchmal passiert das irgendwie. Was zum Teufel? Was denn nun? Er ist so fröhlich. Er kennt nicht einmal den Wert dieses Items, und trotzdem ist er einfach unglaublich fröhlich. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Juhu, juhu.
Vorhin beim Öffnen der Tür hat eine bemerkenswerte Intuition an den Tag gelegt. Dieses Kind ist ein Saiyamon, ich wusste es doch. Juhu, juhu. dieses Kind. Ich werde aus seinem Charakter nicht wirklich schlau. Eine unbekannte, nicht fassbare Eigenschaft geht von ihm aus. Sieht so aus, als ob diesem Bengel ein unglaublicher Naturtalent oder eher Vergleichbares innewohnt. Für Erkunder stellt so etwas einen unbeschreiblichen Vorteil dar. Ja, guck, macht Ihnen Namen viel Spaß. Das hätte ich nicht gedacht. Hm, okay, nein. Meister. Meister? Ich? Ja, genau. Der Erkundungsmeister. Meister, ich habe eine Bitte. Wie sich verbeugt. Bitte, bitte lass mich dein Lehrling sein. Mein Lehrling? Nein, ich passe. Ich kann mich nicht um meinen Lehrling kümmern, Mann. Und auch dazu habe ich deine Erkundung aufgehört. Wieso? Das ist bei mir einfach zu spät. Aber heute bist du doch mit auf diese Erkundung gekommen, nicht wahr? Bist du doch, oder? Nicht, Meister. Zum ersten Mal hatte ich so viel Spaß. Es fühlt sich so an, als hätte ich mich irgendwie verändert. Ich möchte weiter erkunden. Ja, wirklich. Ich möchte von ganzem Herzen weiter auf Erkundung gehen. Bitte, lass mich dein Lehrling sein, Meister. Meister, bitte. Puh. Oh, er kniet so auf dem Boden. Er meint seine Bitte wohl wirklich ernst. Naja, obwohl so rund wie er ist, kann er eigentlich nicht sagen, ob er wirklich kniet oder nicht. Was soll ich nur machen? Es wäre sehr riskant für mich, wieder als Teil unseres Erkundungsteams loszulegen. Aber dieser Kleine hat so viel Potenzial, das ist unglaublich. Ich würde interessieren, wie weit er als Erkunder kommen könnte. Zusammen zu erkunden könnte auf Dauer etwas anstrengend werden. Aber eben auch sehr interessant. Es reizt mich wirklich. Ich denke, ich könnte noch einmal mit dem Erkunden anfangen. Solange es mit ihm ist. Na gut. Genau wie ich im letzten Part beschrieben habe, diese Beziehung zu den beiden untereinander. Oh, wie schön. Gut, ich habe mich entschieden. Du darfst mein Lehrling sein. Wirklich? Aber mein Training hat es in sich. Sobald du schwächelst, sind wir durch damit. Juhu, geschafft, wieder. Yeah, juhu, juhu, juhu. Oh, guck, meine Güte. Hör auf, so niedlich zu sein, Mann. Ich sterbe sonst noch. Und so geschah es. Mein Meister... Ach so, Und so geschah es. Mein Meister akzeptierte mich als einen Lehrling, während er wieder zu seinem Erkunder wurde. Mein Meister und ich, wir erkundeten eine ganze Zeit lang zusammen. Yay. Ja, ich freue mich sogar, auf die Seite zu stehen, Meister. Mir zur Seite. Augenblick. Wenn du dich so aufhörst, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Sei doch nicht so streng, Meister. Wenn du dich so aufhörst, wie sollen wir dann dein Erkundungsteam funktionieren? Hey! Ich bin so froh. Ah. Huhuhu. Schön. Ich hatte so viel Spaß, nachdem mein Meister mich als seinen Lehrling aufgenommen hatte. Okay, ich geh dann mal. Bis dann. Pass auf dich auf. Jo, ciao. Ich machte mich jeden Morgen direkt auf den Aufstehen auf den Weg zu meinem Meister. Wir schlugen gemeinsam die Karte auf, um einen Ort zum Erkunden auszuwählen. Hey Meister, wir sollen heute diesen Ort gemeinsam erkunden. Diesen Ort namens das Ende der Welt. Wir machen aber mal halblang. So einen Ort können wir gar nicht erkunden. Ach, Amaldo, so cool. Wir entschieden uns an Tag für Tag gemeinsam für einen Ort wie zwei alte Freunde und machten uns gleich danach auf die Erkundung. Knuddeluff! Wow, Schätze, Schätze. Sei nicht so unbedarft. Hier ist möglicherweise eine Falle. Ja, und er fällt rein. Ah! Meister. Ist schon okay. Ich kann ihn später noch retten. Blob. Mein Meister und ich gaben ein wunderbares Team ab und wir fanden zusammen eine Menge Schätze. Es war wirklich großartig. Wir machten eine erfolgreiche Erkundung nach der anderen. Und dann, ein paar Monate später... What the hell? Oh, Wahnsinn. Dort sind noch viel mehr Schätze, Meister. Na gut, lass uns alles mitnehmen. Oh, fein. Das ist mir wirklich einer dieser Kleine. Jetzt wäre schon eine Weile gemeinsam auf Erkundung unterwegs. Und ich bin mir sicher, ich habe noch nie jemanden derart ausgeprägten Erkunderinstinkt getroffen. Tja, ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, dass dieser Bengel eine Art Erkunder-Wunderkind sein muss. Meister, was machst du denn? Beeilung, Beeilung! Ja,
Ich komme ja schon. Meine Güte. Heute haben wir meine Menge entdeckt, nicht wahr? Erfolg, Erfolg. Hey, Meister. Wohin werden wir morgen auf Erkundung gehen? Wie bitte? Wir haben gerade die heutige Erkundung. Du planst schon für morgen? Du scheinst mir langsam ein wenig aufgekratzt. Wobei, ich denke sogar, dass ich die Morgenerkundung noch mehr zu bieten habe als die heutige. Wirklich? Ja, morgen werden wir uns zur Schicksalsschlucht begeben. Gerüchte lassen auf eine Menge Schätze hoffen. Wunderbar, wunderbar. Ich kann es kaum erwarten. Lass es uns morgen machen. Auf jeden Fall. Ja. Ist es okay für dich, wenn wir von hier nach Rheinau zu gehen? Natürlich, kein Problem. Alles klar, also wir sehen uns morgen bei mir. Wir machen uns dann auf den Weg zur Schicksalsschlucht. Oh, fein. Tschüss, Meister. Dann bis morgen. Irgendwas ist doch mit Amaldo. Puh, alles wie immer. Er ist immer so fröhlich. Es ist gut, fröhlich zu sein. Aber er ist so fröhlich, dass es mich ermüdet. Ich mache mich besser auf dem Heimweg. Diese Fröhlichkeit hat irgendwie etwas Ansteckendes. Und jetzt kommt da irgendwas raus. Gengar. Nee, okay. Oha. Dieses Pokémon. Dieses Pokémon. War das vielleicht? I don't know. Am nächsten Morgen. Yay. Auf der Schicksalsschlucht, Leute. Guten Morgen, Mimi Pepe. Guten Morgen. Guten Morgen, Fluffluff. Ja, und auf Wiedersehen, Mann. Klar, alles geht. Wohin gehst du? Ich gehe zur Zuflucht von Amaldo. Ja, das ist auch immer der gleiche Text. Das kennen wir schon. Di-dam-bi-dam-bi-di-bam-bam. Hi, Amaldo, na? Guten Morgen, Meister. Oh, hallo, Junior. Ich habe noch ein paar Nachforschungen über die Schicksalsschlucht angestellt. Sieht aus, als ob heute mal einiges schwieriger werden könnte als alle Dungeons, die wir bisher besucht haben. Selbst mit meiner Stärke kann das alles sehr schwierig werden. Aha, also gehen die nicht? Vielleicht doch nicht. Ich wäge ab, was wir tun sollen. Lass es uns versuchen. Ich will schon klappen, da bin ich sicher. Ja, zusammen wird der Meister nicht unbesiegbar. Das glaube ich aber auch. Kein Problem. Er hat recht. Warum mache ich mir Sorgen? Dieser Kleine ist ein Erkunder-Wundungskind. Wenn ich es allein machen würde, keine Chance. Aber wenn er dabei ist... nun gut. Du hast mich überzeugt. Gehen wir. Auf zur Schicksalsschlucht. Meister, ich wusste, wir würden gehen. Das ist mein Meister. Denk an deine Erkundungsvorbereitung. Dort ist ein Kangama-Speicher. Wir gehen, sobald du fertig bist. Oh yeah. Yay. Yay, okay. Puh, Lager prüfen. Schauen wir mal. Wollen wir da erstmal den ganzen unnötigen Kram ablegen, wie zum Beispiel die Gummi, die Fragierbeeren, Siedelbeere, vier Belebersamen. Scheint mir etwas viel, deswegen lege ich mal einen weg. Davon auch eins. Und die ganzen Orbs eigentlich. So. Und was haben wir dann? Hoppala. Was haben wir jetzt noch? Staub, Top, Beleber, Siedel, Apfel. Oh Gott, viel zu viele Äpfel. So. Lagern. Und ich sag mal, die Eisendor können wir auch lagern. So. Ich hoffe, die ganzen Belebersamen gehen nicht dann verloren. Ich leg mal einen ab, vorsichtshalber. Ich denke mal, zwei reichen zur Not. So. Alles fixiert. Schön. Äpfel, Heilung, Leben, AP und Notfall-Orbs. Ja, sieht gut aus. Okay, Leute. Weiter geht's. Mit Hilfe des Kangama-Speichers. Ja, das weiß ich doch schon. Ich bin fertig. Achso, ja, komm. Gehen wir. Junior, bist du schon fertig mit deinen Vorbereitungen? Ja. Genau. Alles klar, also machen wir uns auf. Zur Schicksalsschlucht. Oh yeah. In diesem Augenblick. Im Haus von Fluffluff auf der Ebene. Oh Gott, lass mich raten, Nidoking. Fluffluff, lass uns gemeinsam spielen. Wie auch immer das sagt. Oh, sind Sie das Cousin und die anderen? Ja, der die ganz vernachlässigt. Oh, die Mama von Fluffluff. Es tut mir leid, Fluffluff ist heute wieder nicht da. Ihr ladet ihn immer ein, mit euch zu spielen. Es ist nicht sehr nett von ihm, dass er immer zu beschäftigt ist. Übrigens, Mama von Fluffluff. Worum geht es, Cousilla? Stimmt es, dass Fluffluff jeden Tag in den Trübwald geht, um dort zu spielen? Was? In den Trübwald?
Ist es Vakusilla? Wir wissen es nicht genau, aber das ist es, was wir gehört haben. Anscheinend weiß es seine Mama auch nicht. Wenn es stimmt, hoffentlich geht Fluffluff gut, immer an einen solchen Ort zu spielen. Hey, Barnett! Hey, Barnett! Hast du Fluffluff gesehen? Fluffluff? Ach, geht Fluffluff nicht weiter, Diggi, in den Trübwald? Was? Wir haben ihn dort dutzende Mal hingehen sehen, dass er immer wieder an einen solch gruseligen Ort zurückkehrt. Ganz im Ernst, ich verstehe nicht. Wundersamer Fluffluff. Ha. Wobei, ich habe ihn vor einer Weile gesehen. Dieser finster aussehende Typ da aus dem Wald. Fluffluff hat sich wohl mit ihm angefreundet oder so. Was? Hoffentlich geht es ihm gut. Ich meine, weil er sich immer mit diesen gruseligen Typen trifft. Ja, das hören Eltern natürlich richtig gerne. Papa, Papa, Papa. Darf ich euch für einen Moment stören? Das ist jetzt aber die Ducking. Ha, wusste ich's doch. Worüber ihr da redet? Könntet ihr mir etwas genau berichten, worum es geht? Hey, du. Ich? Du hast doch gerade gesagt, da würde ein finster aussehender Typ im Wald leben. Wie sieht er denn aus? Er hat große Greifer. Und eine Schale wie ein harter Panzer. Ich weiß auch nicht, aber er sieht einfach total furchterregend aus. Ich wette, er ist es. Er muss es sein. Und wer sind Sie? Entschuldigt, dass ich vergaß, mich vorzustellen. Ich bin Nidoking. Ich bin ein Erkunder. Ein Erkunder? Genau. Ich sollte mich gebührend vorstellen. In Wald bin ich deine Mutter. Was hast du gesagt? Oh mein Gott! What? Was? Erik, so passt mir wirklich. Das riecht nach Ärger. Kursilla ist im Stimmbruch, deswegen klingt sie so gequält immer. Ah, zu viel Stimmenvielfalt. So, das gefällt mir gar nicht. Ich glaube nicht, dass Amaldo böse ist. Ich glaube viel eher, dass Nidoking böse ist. Ich vertraue diesem Amaldo. Ja, wir haben es voll lieb und so. Ja, voll lieb, Fluffluff. Schicksalsschlucht U2 auf jeden Fall. Wollen wir doch mal sehen, wie tief diese Schlucht sein mag. So, U3. Hi, Miraplan. Na? Ich habe keine Ahnung, ob wir die Items behalten dürfen. Also, die wir hier finden. Deswegen, ich hoffe mal, das wäre nämlich... sonst sehr schade für die ganzen Beleber, sagen wir, oder generell für den ganzen Kram, den wir dabei haben. Guck mal, hier liegt noch jede Menge neues Zeug. Und ich weiß gerade nicht mehr, wie es bei der Mission von Bidiza war. Ich glaube, da haben wir die Sachen alle an unser Lager geschickt bekommen. Aber wie gesagt, sicher bin ich da gerade nicht mehr. So, das schreit da unten geradezu nach Sackgasse. Da wollen wir mal nicht lang gehen. So, was haben wir denn da unten? Eine weitere Treppe nach unten. Hey, Schicksalsschlucht U4. Geobrock. Er wirft mit Steinen seine eigenen Weiterentwicklungen. Kleinstein, willst du das wirklich tun? Das klingt nicht gerade nach der feinen englischen Art. Naja, aber vielleicht ist Kleinstein kein Engländer, ist ja auch egal. Wen interessiert das eigentlich gerade? Oder sind wir in eine Sackgasse gerannt und das Pudox macht gar nicht mal wenig Schaden. Aber unser wundersamer Fluffluff macht weiterhin den brutalen Schaden, den wir von ihm gewöhnt sind. Guck mal hier, ganz viele Pokémon. Ist mir eigentlich vollkommen egal, weil die alle keine Chance haben. Lass das Top-Elixier da liegen. Ich sagte, lass das Top-Elixier da liegen, Mann. So, wollen wir doch mal sehen. Dann muss hier die nächste Treppe sein irgendwo. Boom. Ich bin gespannt, was hier an der Schicksalsschlucht so uns erwarten soll. Was Amaldo da uns vorhergesagt hat. Hi, na. Boom. Oh, guck mal da. Dörnchen. Wieder eine tiefer. U5. Ich denke mal, das wird wieder wahrscheinlich so bis 10 gehen, schätze ich jetzt mal. Keine Ahnung. Maybe, maybe, maybe. Noch ein bisschen Geld, nehmen wir einfach mal mit. Weil ich gerade auch nicht mehr weiß, was mit dem Geld passiert ist von Cthulhu. Wow, da war ganz schön viel Kohle dabei. Wäre schön, wenn wir es alle an uns in die Zukunft geschickt bekommen würden. Ist gar nicht so lange her, dass ich die Bidiza-Mission gemacht habe. Heute weiß ich das nicht mehr. Naja, egal. Kann ja mal vorkommen. So, Amaldo hat ja ein bisschen Pause, der macht gar nichts. Aber muss er auch nicht, weil wir schon alles erledigen. Hi, Abra, na? Boom. Oh, er hat tatsächlich überlebt, aber er ist mit Teleport geflohen, soll er doch. Und er macht gar nicht so wenig Schaden, was liegt aber auch daran, dass wir nicht sonderlich viel KP haben, leider. Ihr meintet übrigens, Bidizas Level in der Hauptquest später ist, je nachdem, wie hoch man im Level ist, wie man vorhin mit seiner Bonus-Episode gelevelt hat. Oh mein Gott, das ist Knills! Boom. Boom. Zack. Ich würde mich mal interessieren, ist es bei Knuffluffluff auch so? Also ich meine... wirkt sich das Leveln hier, und nein, wenn ihr mir darauf antwortet, sehe ich das nicht als Spoiler, weil sowas meiner Meinung nach nicht wirklich ein Spoiler ist, aber wirklich das Level, was wir hier jetzt erreichen mit Fluffluff,
auch später auf ihn noch irgendwie auf irgendeine Art und Weise aus? Das würde mich mal interessieren. So, ich würde aber gerne nicht paralysiert und veregelt sein. Deswegen möchte ich dieses Knilz schnellstmöglich besiegen, auch wenn ich Knilz mag. Aber wir haben einen Auftrag zu erfüllen. So, dann ganz Donnerberg-like müsste hier der letzte Weg sein, ja. Gut, Leute, dann würde ich aber sagen, das war Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel. Im nächsten Part wollen wir doch mal sehen, ob wir erfahren, was so schlimm jetzt an Amaldo sein soll und was Nidoking aussagt und was mit unseren ganzen Freunden und deiner Familie ist. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin, Leute. Ciao.